bei einer neuen Straßenbahn oder beim Stromsparen sofort an Sex denken, dann sollten Sie zum Therapeuten gehen oder in die Politik, denn auch dort ist inzwischen angekommen, dass die Bürger alles kaufen, solange es nur schlüpfrig genug präsentiert wird. Was könnte man meinen, PR-Stimme dort für Pornoreklame? Lothar Becker mit einem Beispiel aus Oberhausen, wo es im wahrsten Sinne des Wortes um in diesem Werbespot geht es um den Verkehr, nicht den, den wir gerade sehen. Naja, eigentlich schon, denn der Coitus Interruptus des leidenschaftlichen Pärchens Endstation, alles aussteigen bitte, soll sinnbildlich stehen für den Bahn- und Bus-Interruptus der Straßenbahnlinie 105 in Essen. Die endet nämlich bisher an der Stadtgrenze. Die Bahn könnte aber auch Essen und nach Oberhausen bewegen, wenn genug Oberhausener in einem Ratsbürgerbeschluss für den Streckenausbau stimmen. Genau dafür will Sabine Müller von den Stadtwerken Oberhausen die Menschen mit dem sexy Clip in Stimmung bringen. Ich glaube, wir haben das Thema Linie 105, was uns wichtig war, ganz gut rübergebracht. Und viele Leute, die sich vielleicht vorher nicht damit beschäftigt haben, haben jetzt über dieses Thema gesprochen. Und damit würde ich sagen, Ziel erreicht. Der Werbefachmann und Dozent Dieter Kastemur sieht den Effekt des Oberhausener Clips kritisch. Sex und Straßenbahn. In den Köpfen der Menschen bleibt da am Ende nur Sex. Ist vielleicht einmal Talk of the Town, mal gucken, was die gemacht haben, Stadtwerk Oberhausen, Spot mit Sex. Aber er wird nicht weiter dazu führen, dass man sich ernsthaft mit der Frage beschäftigt. Doch sogar das Bundesumweltministerium sieht im Thema Sex Potenzial. In dieser Werbung geht es ums Stromsparen. Das erfährt der Zuschauer aber erst, nachdem die Tochter die Eltern in Flagranti erwischt hat und das Licht ausschaltet. Umweltschutz und Bahnstrecken, da wird Sex meist nur, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Mehr nicht.